Also, ich grüße Sie nochmals und spreche nochmal an diese Liebesverweigerung, die in Afghanistan gesetzlich geregelt wird, dass sich eine Frau, wenn sie keine gesundheitlichen Gründe aufweisen kann, nicht länger als 4 Tage dem Gemahl verweigern darf. Da habe ich noch Folgendes zu sagen. Man müsste sagen, weil eine Frau, also im mediterranen Sprachraum, müsste man eine Regelung fassen, das gilt ja nicht für Westeuropa, braucht das nicht zu gelten, dass man eine Frau die Liebe einerseits sexuell verweigert, aber auch alle tugendhaften, karitativen Lebensformen, wie zum Beispiel die Mütterlichkeit, die sexuelle Liebe verweigert und auch die Elternliebe verweigert, da müsste einerseits daran gedacht werden, ihr die Staatsbürgerschaft zu nehmen, andererseits auch zurückgedacht werden, härtere Strafmaßnahmen. Früher war es die Steinigung, also die schwerste Form, also die Form der Tötung, die am meisten wehgetan hat, wo man sich dann überlegt hat. Also nicht hängen, das ist zu wenig damals gewesen, verstehst? Da hat man ihr die schwerste Form gegeben. Also Liebesverweigerung in allen Facetten führt immer zur Todesstrafe. Und das ist deshalb so wichtig, weil wir es auch in Westeuropa sehen, was das für Auswüchse hat. Wir haben jetzt 200.000 Milliarden Dollar Schulden, haben äußerst schlechte Lebensqualität, eine große Bevölkerungsschicht gehabt, 40 Jahre lang. Es ist absolut alles zerfallen, Industrie, Handwerk, Kunsthandwerk, alles niedergefahren, was der Mann über Jahrtausende und über Jahrhunderte errungen hat. Und alles, was der Mann 3000 Jahre erfunden hat, hat er durch Liebesentziehung der Frau übergeben, in dieser getränkten Notlage. Verstehst du? Wenn eine Frau sagt, sonst lasse ich mir den Schein, ich nehme dir die Kinder weg, dann hat der Mann alles übertragen. Das Zahnrad, das Feuer, verstehst? Das Feuerzeug und das Rad, alles der Frau. Das Flugzeug, den Computer, die Wissenschaften, alles der Frau. Und jetzt dennoch, die Westeuropäer entzieht sich einerseits dem Mann, 20 Jahre hat im Durchschnitt oft ein ärmerer Mann keine sexuelle Beziehung, wird verhöhnt, verspottet. Andererseits, dieser Mann, dieser Ärmere hätte auch Eltern, die versorgt werden müssen. Die wandern dann ins Altersasyl und werden dort niedergespritzt bis zum Sterben, unbesucht gelassen, was eine schwere Sünde vor Gott ist, verstehst? Vater und Mutter so aushungern zu lassen und so zu demütigen, verstehst? Und ein Mann macht sich das schwerste Sünde, wenn er das überhaupt zulässt, wenn er so weit geht und als großer Privileg der Frau nachgibt und sagt, ja, ich verzichte, wenn du mir bei mir bleibst, dass du auf meine Mutter oder auf meinen Vater schaust oder auf das und Urgroßvater oder auf das und jenes. Das ist ja schon mehr als ein Zugeständnis, dass er sich normal gar nicht erlauben dürfte vor der Gottheit. Wenn er es aber tut und dann dennoch zu kurz kommt, verstehst du, wenn sie dann sagt, ja, aber ich will nicht nur auf deinen Vater nicht schauen, nicht nur deine Mutter nicht unterstützen, sondern ich will auch deine Kinder nicht groß sind, die interessieren mich nicht, ich will mit dir nicht schwanger werden, verstehst? Dann lehnt sie auch die Mütterlichkeit ab. Und wenn sie dann noch immer nicht zufrieden ist, dann kommt sie mit den Fingernägeln daher und sagt, ich will ja auch nichts mehr kochen, sondern in die Wissenschaft gehen. Dann sagt sie, ja, du musst mir auch die Wissenschaft übertragen, Mathematik, Physik, theoretische Physik, Geisteswissenschaft, Immanuel Kant, Philosophie gehört alles mir. Dann sage ich, Magistermädchen, du hast weder deine Mutterfunktion wahrgenommen, noch meine Eltern versorgt. Du hast Milliarden an Schulden gebaut und alles weggenommen, verstehst? Und jetzt rechts. Und wenn du mir jetzt die sexuelle Liebe oder überhaupt die sprachliche, verbale Liebe auch noch mitnimmst, so wie ich habe 33 Jahre, hat mir nicht einmal Mädchen mehr geantwortet, nur mehr gespottet, du Kinderficker. Verstehst? Dann wird es einmal zu viel. Da müsste man da denken, dass man das so regelt, dass man diesen Menschen die Staatsbürgerschaft entzieht. Da musst du was anderes suchen, verstehst? Weil der Zeitgenosse braucht dich. Und zwar, er braucht dich als Mutter, er braucht dich als Partnerin im Haushalt, der kocht oder was, er braucht dich als liebende, fürsorgliche Person in der Versorgung der Eltern und Großeltern und er braucht dich als Geschwister, als Freund und das alles. Und wenn du alles verweigerst, dann hat es früher die Todesstrafe dafür gegeben. Verstehst?
Das ist meine Meinung. Also, da bin ich dem Araber viel näher. Das meine ich aber nicht schlecht, weil es sollte ja nicht schwer fallen, da einlenken zu wollen. Das ist nicht so schwer, verstehst? Wenn ich 33 Jahre das alles sage, ist erforderlich, das brauchst du ja, sonst krepieren ja die Leute neben dir, gefesselt 30 Jahre im Lehnstuhl und niedergespritzt. Das möchtest du auch nicht haben, verstehst? Also diese Maßregelung im afghanischen Gesetz kommt mir zu wenig vor. Zu mild angesetzt, verstehst du?